Das ist der Ingo. Das ist der Tommy. Zusammen sind wir Schwaben-Zweitakt. Und hier haben wir den Paolo. Paolo, genau. Wen interessiert, was wir mit Paolo vorhaben? Nein, beziehungsweise was der Paolo bei uns machen wird. Was er vorhat. Der bleibt einfach dran. Weiter geht's nach dem Intro. So sieht's aus. Also, was haben wir heute vor? Heute kommt ein Tommy sein Motor dran, LML-Gehäuse. Der Paolo hat da schon ein paar Sachen vorbereitet, was an dem Motor gemacht werden musste, bevor wir anfangen. Im Hintergrund seht ihr das ganze Material, was wir verbauen. Und da er so Spezialist ist und wir schon lange mit ihm mal ein Video machen wollten in Bezug auf Motor, machen wir das in diesem Zuge. Und wir machen jetzt ein oder zwei Videos für den Motor. Wir machen Kupplungen, wir machen Vergaser und dann in einem dritten Video den Einbau und den ersten Kick. Wie fangen wir an? Lager. Wie fangen wir an? Genau, Lager. Also ich werde heute dem Paolo quasi unter die Arme greifen. Er sagt mir und ich bin sein Lauf- und Werkzeugbursche und alles, was er hier möchte, fügen wir rein. Ich gebe ihm immer das Werkzeug, er klopft rein. Du musst auch ein bisschen was sagen, weil ich nicht genau. Also gut, wir fangen an mit dem Lager einbauen. Bringen wir das Gehäuse mal. So, wir fangen an mit dem Kurbelwell-Lager. So. Hier. Genau, den Föhn. Einmal schon präpariert. Ich. Das heb schon mal schön hier. So, ich will mal das Lager vorbereiten. Bei der Kosa haben wir das damals mit Wärme und Kälte gemacht. Heute machen wir es nur mit Wärme. Und ein Ziehwerkzeug. Und ein Ziehwerkzeug, was wir damals nicht hatten. Nach dem ersten Lager müssen wir tauschen, bin ich fix und fertig. Ist doch kalt. Funktioniert das Ding? Ja? Gut so. Das reicht. Das reicht. So, wir ölen ein bisschen das Lager. So, warte mal. Geht schon selber rein. So, einmal zack. Ingo, heb das mal so. Haben wir schon. Halt müssen wir da nicht rüber, guck mal hier. Da. Ja, genau. Genau. So rüber. Was ist das für ein Nuss? Haben wir schon 17. Da können wir sogar eine große nehmen, warte. Ja, ja, machen wir eine große. Oh, brauchst du eine Verlängerung? Fast zu klein hier für. Nee, brauchen wir nicht. Bin hier fast zu klein. So, jetzt komm her, kann ich angucken, wie sich das einzieht. Ja, da muss schon noch ein Stückchen. Da kommt ja der Sägering nachher rein, oder?
Genau. Ich muss noch. So, zack, drin. So, jetzt nochmal gucken, ob alles in Anschlag ist. Das sieht gut aus. Jetzt. Da, ich hab dort den Lumpen für die Hände. So, Sägerin rein. Prüfen, ob er drin ist. Gut. So, wir machen weiter mit. Können wir bitte das Ding hier weg? Welches? Einfach da herstellen. Ich mag den überhaupt nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Also gut. Ist einfach zu hoch. Also. Einfach aus dem Ständer weg und hierher. Und wir können nachher, wenn wir die Teile einbauen, die Komponenten, können wir das dann benutzen, aber für die Lager möchte ich gern was Festes, nicht so rumgewackelt hier. Wir machen weiter und zwar setzen wir diesen Lager hier, Hauptwellenlager, und zwar ist es der hier. Ich nehme immer den Abfall weg, dann haben wir nachher. Ja, kann. Und zwar ist es der hier, aber ich prüfe noch mal nach. Das ist der. Also dieses Lager hier mit den zwei Kappen wird hier eingebaut im Hauptgetriebe, in der Hauptwelle. Und eine Kappe davon wegmachen und dann so einbauen. Also wegmachen. War das die hier? So, eine wegmachen und so einbauen, dass das Lager sich das Lager Öl, das eine Seite, Öl, Schmierung, dass die Schmierung, Seite dass es geschmiert wird. Sehr gut. Okay. 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 Also jetzt pass auf. Wir haben hier ein bisschen Öl, nicht vergessen. Alles ein bisschen einölen. So. Das sieht gut aus. So, wir können auch ein bisschen einölen. So, schadet nie. Und jetzt rein damit. So, da geht er schon von alleine rein. So, den klopfen wir rein. So, man hört es schon. Der sitzt, ja, man hört es aber schon. Ja, man hört es. So, Sägering nicht vergessen. Zack, hier mal prüfen, ob er auch drin ist. Gut, so, super. So, dann können wir schon den Semmelring einbauen. Ja, dann können wir den schon einbauen. Immer achten, dass es auch der richtige Semmelring ist. So, also ich mache das Gehäuse ein bisschen warm. Das macht für mich der Ingo. Und dann tue ich mal alles vorbereiten und den sanfte rein zum Klopfen.
Gut? Ja, sieht gut aus. So, Semmering natürlich auch richtig einbauen. So rum. So, jetzt erstmal gucken, dass er so reingeht. Der will schon. So, dann tue ich mal den noch ein bisschen. So, der darf nicht überstehen, weil sonst streift nachher die Kurbelwelle. So, ein bisschen noch. Gut. Gut, super. Gut, so. Einmal fetten hier. Schön. Viel Fett. Zack, rein. So. Rein damit hier. Zack, jetzt kommt, wie heißt das? Splint. Splint. Jetzt kommt Splint rein. Und zwar. Noch reinpasst. So, Hammer. Läuft. So. Nee, warte, warte. Einmal so rum. Okay. Einmal so rum. Einmal so rum. Zack. Gut, super. Also, das Lager ein bisschen noch einölen. Ups, da ist ein bisschen was daneben gegangen. Gut, zack, hier. Da wären wir eigentlich mit der Hälfte erstmal vorerst fertig. Ja, die wäre erst mal fertig. So, dann nehmen wir jetzt mal die kleine Hälfte, die kleine Motorhälfte, bauen wir die Lager ein und wir wechseln noch diesen O-Ring hier für den Kickstarter. Okay, wir fangen an mit der Kurbelwelle Seite. Lichtmaschine. Okay, alles. Du machst mir das jetzt warm. Ingo, du machst mir das jetzt warm. Welches? Das da hier? Ja. Und dann schmierst du noch. Nee, das machen wir. Öl schmieren wir im Lager. Sonst verbrennen wir uns. So. Das ist das Lager. Zweiteilig. Das andere Teil kommt nachher in die Kurbelwelle. Lager. Okay, was für ein Lager ist das nochmal? Das ist Lichtmaschinenseite. Kurbelwelle. Kurbelwelle. Okay. Fackel nichts ab hier, ey. Du sollst nichts abfackeln. Ja. Hätte das Holzkohle, dann hätte deswegen es brennt. Gut.
Nein. Nein? Dann mache ich Vollgas. Dann nur irgendwann, ne? Darfst du dich nachher verbrennen? Das ist egal, lass mich verbrennen, aber. Nee, das, hast du. Es gibt auf dem Video viele Klicks. Au, au, au. Au, au, au. Jetzt sieht's gut aus. So, jetzt hat er zuckt, ich hab's gesehen. Jetzt sieht's gut aus. Also, jetzt tun wir das Lager ein bisschen einölen. So. Gibt es eine Oben- und Unterseite? Ja, die Schrift nach oben. Also die Schrift sichtbar. Sichtbar, okay. Schrift sichtbar. Ich setze jetzt leicht ein, so gut wie es geht. So. Und jetzt nehme ich mein Einziehwerkzeug. Und zwar das da hier. Rüber und das da hier. Und dann Schraube rein. Hallo? So, dann darfst du mal. Dann darfst du mal drehen. Ja, ich merk's. So, jetzt machen wir mal das so her. Das muss schon leicht gehen, gell? Also gut, ja. Das muss schon, das hört sich gut an. Gut, da zieht sich schön ein. Schön. Bis nicht mehr geht. Oh. Also schonender geht's nicht. Mhm. Zack, fertig. So, Schraube wieder raus. Komm mal. So, dann gucken wir mal. Sieht doch spitze aus. Mhm. Sieht doch super aus. Machen wir den Kugellager für die Hauptwelle. So, müssen wir mal gucken, ob wir das richtige Lager haben. Darf ich schon erwärmen? Moment. Also das ist okay. Probier's an der Welle. Passt auch. Super. Okay, gut. Dann kannst du es erwärmen. Gut. Gut. Super. So. Also. So her. Gucken die Schrift nach oben, dann können wir das ein bisschen ölen, schadet nie. So, zack. Dann setzen wir das ein. So rum. Halt, hör mal auf. Warte, das dreht sich. Warte, bis. Gut. So, jetzt, wir wollen das ja zeigen, wie sich das jetzt reinzieht. Schwer? Nein. Gut. Verlängerung. Ist gleich geschafft. Jetzt muss stopp. So, wieder raus. Dieses Lager ist ein bisschen weiter drin. Cool.
Gut, super. Schön was ausprobieren. Gut. So. Alles einölen. So, Ingo, jetzt machen wir diesen O-Ring raus. Mhm. Das machst du jetzt raus. Fummelstoß. Normalerweise haben wir für Gummiarbeiten immer den Björn dabei. Okay, der kann das. So, wir ersetzen den. So, schön mit Fett arbeiten. Und erstmal, warte langsam. Erstmal putzen hier. Ja, der ist dreckig. Am besten, wo ist denn den kleinen Schraubenzieher, wo du gehabt hast? Da. Genau. Ein da reinfahren. Und einmal rum. So, also gut. Mit viel Fett, du hast schon. Nummer zwei, denke ich. Zweit. Normal geht er ganz easy rein. Ja, jetzt geht er rein. Jetzt geht er gleich rein. Ich sehe gar nichts. Ah, hier ist schon noch draußen. Jetzt ist er drin. So, das ist der falsche. Schön alles einfetten. Gut. Super. Dann können wir die Seite. Kickstarter-Gummis könnten wir reinmachen. Die Kickstarter-Gummis können wir reinmachen, ja? Ja, du musst ein bisschen runterklopfen. Haben wir den Tom auch gleich weg? Sieht gut aus. Der Angeschlagene, der kommt von deinen Startversuchen. Könnten wir eigentlich ein Ding draus machen, eine Kette. Kickstarter-Kette, Gummikette. Okay. Gut. Gut, super. So, gut. Also, was haben wir hier? Das ist jetzt die alte Kurbelwelle noch. Und die Ursache, wo wir denken, dass das den Motorschaden verursacht hat, war das Bläulager. Also man sieht es hier auch relativ, oder man hört es auch sehr deutlich, das ist ausgeschlagen. Und die neue hat jetzt der Paolo in der Hand. Und so, die, da ist nichts ausgeschlagen. Genau, wie geht der Test? Das Klopfen? Wir können jetzt Musik machen, bei ihm hört man nichts. Das war dann bei mir hört man nichts. Und ich könnte jetzt in die Kirche gehen. Okay, also, dann... Wir können das in der Kirche anfangen. So, abziehen. Also, ich mach's jetzt mal... Du machst es jetzt mal warm. Wir brauchen eine Zange. Ich sehe nichts mehr. Nein. Und schwuppdiwuppi ist lila. So, so, fertig. Okay, gut. So, also, jetzt, Ingo.
Also rein damit. Zack, ein bisschen reinklopfen, genau. Und jetzt haben wir schon passende. Nee, schon, ist das 17, nee, oder? 19. Nein. Dritte Schublade. Dritte Schublade. 19 hier. Mach dir mal das Ding mal gerade. Alles schon? So. Ja, sieht gut aus. Langsam. So, dreh sie mal raus. Blöde Unterlagscheibe, die ist besser hier. Greift die schon? Ja, die greift. Aber das. Ja, sind wir gerade? Meine Konstruktion hier. Jetzt läuft's, glaube ich. Jetzt läuft's, genau. Jetzt läuft's. Ich sehe es. Ja, das läuft. Gut. Gut, mal mit aufdrehen. Können wir noch ein bisschen. Guck mal, wir können doch die hier. So. Ja, also. Teil doch. Ja. Geht nicht, gibt's nicht. So, jetzt. Haben wir es geschafft. Gut mal. Bisschen noch. Gut. Nur ein bisschen noch. Gut. Das ist noch zu viel. Weiter. Das ist ja schwerer. Eine Drehung noch. Gut. So, super. Wunderbar. So. Kurze Erklärung vielleicht noch. Warum? Wieso? Das ist quasi vom Lager die Innenhülse. Und die braucht eine Distanzierung. Von circa, was ist das, Millimeter? Millimeter, genau. Millimeter. Dass sie nicht direkt anschlägt, sonst reibt wahrscheinlich das Gehäuse. Und das haben wir halt also schon eingezogen, genau. So, jetzt kommt mein Einzugwerkzeug für die Kurbelwelle. Super Sache, sehr teuer heißt, du hast gekauft. Ja, das ist gekauft. Ja, der will Geld dafür. Das ganze Einzugzeug ist auch von dem. Der ist hier vom Ländle, gell? Ach so, okay. Wo gibt's die gute Sachen? Nur vom Ländle. Okay. The Land. Er ist echt sehr gute Einziehwerkzeug und also der beschäftigt sich echt damit sehr lange schon. Was kann das jetzt? Was ist das genau? Das ist Einzugwerkzeug für die Kurbelwelle. Nachher, so wird es eingebaut. Also so. Und dann ziehe ich es mit dem hier, die Kurbelwelle,
halte mal, Entschuldigung, so rum. Und ich ziehe dann die Kurbelwelle mit dem hier, mit dem 24er Steckschlüssel, ziehe ich das, die Kurbelwelle dann rein. Okay. Okay. Also, gut. Wir können ein bisschen hier hitzen, aber nur ein bisschen, weil sonst machen wir den Semmering kaputt. Gut, super. Also, jetzt Kurbelwelle ein bisschen einölen. So, dass wir das Semmering nicht gleich kaputt machen. So, rein damit. Rein. Schon ein bisschen ansetzen. So, so gerade wie möglich einsetzen. So, jetzt kommt unser Spezialwerkzeug. Ingo, geh mal auf der Seite hier. Mhm. Du hebst jetzt die Kurbelwelle. Ja. Du hebst jetzt die Kurbelwelle. So, ein bisschen rein. So, jetzt drehe ich die Schraube rein. Halt, jetzt muss ich hinten wieder drehen. Ich bin schon am Arsch. So, das war's. Nee, nicht ganz. So. So, und jetzt ziehen wir, du hebst jetzt die Kurbelwelle. Okay. Jetzt zieh es ein. Ja. Jetzt zieh es ein. Und zwar brauche ich diesen Stift hier. Den muss ich wieder einbauen. So, gut. Und jetzt ziehe ich die ein. Welches Maß oder wann weißt du, wenn gut ist? Bis nichts mehr geht. Das muss gleich sein. So, fertig. Probier's nochmal. Ja, nee, wir können auch das hier aufmachen. Wo habe ich jetzt mein ganzes Zeug? So, Ingo zerlegt wieder alles. Das Licht will nicht mehr. Arme Licht. Wir testen, ob alles okay ist. Ja, es läuft jetzt. Ich knall, gell, hier. Mhm. Ich knall gerade hier am Gläuel. Aber guck, einwandfrei. Läuft einwandfrei, gut, super. Guck, da ist ein Einschlag. Fertig, so ist okay. So, jetzt machen wir weiter. Kurbelwelle ist drin. Wir revidieren jetzt die Nebenwelle. Sogenannter Tannenbaum. Einmal raus. Sägering raus, zack. Gut. Und rausschlagen. So. Gut. Das Lager raus. Geht eigentlich so eigentlich schon raus. Ich hab da was. So, zack. Hier schaut das Neue gleich. Das ist immer angucken, ob es das Richtige ist. Sieht gut aus.
Meistens steht auch eine Zahl drauf. Dann überprüfen wir mal oder putzen mal die Nebenwelle. Ingo, du erwärmst. Fetten oder Höhlen. Da ist der Öl rein. Habe ich noch ein bisschen Spielraum hier, um das reinzusetzen? Nee, du stößt auch die Welle durch. Sei es, gell? Dann muss ich. Nee, lass es. Dann lass es. Das ist okay so. Also, wir setzen das wieder rein. Das ist natürlich heiß. Wichtig ist nur, dass man die Welle vorher einsetzt. Ja, also nicht erst das Lager, weil manche machen ja das Lager auch. Genau, also die Welle kommt zuerst rein, weil wenn das Lager drin ist, kann man die Welle nicht mehr einbauen. Dann muss man das Lager wieder rausklopfen. So, jetzt ist alles heiß. Wieder gucken, wo die Schrift, die wieder. Dann setzen wir das Lager ein und der Ingo klopft jetzt. Halt, wir brauchen erstmal ein Loch. Das muss man doch schon das hier nehmen. Das müsste eigentlich passen. Kräftiger? Mach mal hier mal mit dem gescheiten Hammer. Hau rein. Guck mal. Da muss noch mehr, da kommt ja der Sägering noch rein. Ja, da kommt der Sägering rein. Gib mir mal das alte Lager. Jetzt klopf mal drauf. Durch so? Ja, kannst. Das hört sich doch schon noch was an, oder? Das hört sich doch gut an. Das hört sich gut an, ja? So. Tu mal das alte Lager gleich weg. Alte Lager gleich. So, Sägering nicht vergessen. So, Ingo, jetzt darfst du. Warum machst du? Jetzt kommt es. Das hast du vorhin sehr gut gemacht. Also. Nee, ich mach das jetzt zum ersten Mal, ne? Also, es ist schon die zweite Runde. Ja, nicht zur Strafe, nur zur Übung. So, ungefähr. Hast du genug Fett? Gut aus. Die Dinger haben wir ja schon. Fett. Also ich nehme gern einen kleinen Schraubenzieher. Mal mit dem probieren, einen kleinen Schraubenzieher. Ja, was ist klein? Das da hier. Nee, das geht. Ja? Ja, das geht. Ja, jeder hat seinen. Das sind die Kleben ja beieinander. Du musst ja nur drauf rein. Ich weiß gar nicht, ob ich mich nachher traue, das Video anzugucken. Doch, das macht Spaß. Das sieht aber richtig gut aus, da, was du da machst. Schleimer. Jetzt kommt der Kleine und sagt, oh, Cut, nochmal. So, probieren wir. Gut. Sehr schön. Katsching. Ich höre es schon fallen. So, also weiter geht's. Gucken wir mal, ob es klappt.
Habe ich drauf? Mhm. So. Super, drin. Voll. Und läuft wie eine 1. So, so soll auch eine Nebenwelle laufen. Gut, die machen wir jetzt noch fest. So. Die kommt so rein hier. Die muss hier anstoßen, also hier. So. Mhm. Okay. Hast du Lok? Loktide. Loktide. Wir machen ja keine Werbung. Loktide, ja, wir machen keine Werbung, stimmt. Loktide. Mittel, oder? Halt nur ziehen. Ach, nur ziehen. Ziehen und dann das hier und jetzt kommt's raus. Wir brauchen einen Drehmomentschlüssel. Ja. So, also, ich hebe. Anzugsmoment ist jetzt? 35. 35. Für die Nebenwelle. Okay. Oh. Gib nochmal ein Stößle. Nochmal mehr? Ja. Also nicht noch mehr, aber nochmal zack. Gut, so. So, das Sicherungsblech biegen wir noch. Machen wir ordentlich und sauber mit der Wasserpumpezange und zwar. So. Zack, zack, gut. Schön. So, die Nebenwelle auf Funktion überprüfen, ob alles okay ist. Dreht, Kurbelwelle dreht. So, jetzt geht es dann weiter mit dem Getriebe. Aber zuerst machen wir neues Schaltkreuz und das Getriebe distanzieren und ein neues Schaltkreuz einbauen. Also, wir machen jetzt quasi die Hauptwelle. Wir ersetzen das Schaltkreuz. Ja, und dann distanzieren noch. Genau, und distanzieren aus. Da haben wir hier so eine Lehre, genau, mit verschiedenen Größen. Aber ich denke, da wirst du dann mehr dazu sagen, ja, wenn es so ein Ding. Also, dann fangen wir an. Fangen wir mal an. Machen wir das Sägering weg und zerlegen das Getriebe. So, gut. Zack, hier ist die Distanzscheibe, die tun wir schon mal weg. Das war jetzt eine 26, glaube ich. Nee. Nee, nur ein Millimeter. Ein Millimeter. Ein Millimeter. So. Die Zahnräder habe ich schon überprüft, ist alles okay. So, jetzt wechseln wir Schaltkreuz. Und zwar, das ist kein Rechtsgewinde, das ist ein Linksgewinde. Mhm. Ja. Genau, 17. Und ein Kabelschlüssel, wo hier reinpasst. Genau. Ein bisschen größer können wir. So, Ingo, ich heb jetzt. Du drehst. Das war's. Das war's schon. Ja, ohne Witz. Nee, das muss schon, das muss durchdrehen. Aber ja, das war schon? Das war alles. So, fertig. Kannst du rausziehen. Zack. Jetzt kann man das, das wird ja gedreht, genau, gell? Genau, das wird jetzt gedreht. Ja, das ist halt ein bisschen abgenutzt und die Flanken sind schon ein bisschen ausgeschlagen und deswegen geht es ein bisschen schlecht raus. So, bei dem Lusso-Getriebe muss man jetzt überhaupt nicht achten, wie rum die Schaltkreuz eingebaut wird. Aber das ist ja auch schon ganz schön abgenutzt, Lego Mio. Ja, das, ja, okay. Das ist aber im Vergleich zu dem hier? Ja, das ist schon nach ein paar Kilometer. Das ist noch gar nichts. Ich habe schon welche ausgebaut, da waren nur noch die Hälfte da. Okay. Und krass. Da sind die Gänge noch nicht rausgesprungen. Okay. Das war der Hammer. Das war echt der Hammer. Also einmal alt, also, einmal neu? So, einmal alt, neu hier von BGM ist das, gell? Ja, das neue. So, ja, man sieht es ja. Ist dann vorne und hinten? Nee, oder? Nein, also bei den Lusso-Modellen, da gibt es keine Richtung, wie man das einbaut. Man kann es so einbauen und so einbauen. Also da spielt keine Rolle.
Man muss überprüfen, ob alles noch okay ist, ob das Gewinde okay ist, ob das ordentlich läuft. Super. Das hier macht nichts aus, oder? So diese, das ist das da hier. Das nee, nee, die, die. Das hat jede. Diese ganzen. Das da hier, die ganzen Dinger hier. Die Wellen, ja. Ja, ja, die Wellen sind extra Lusso. Speziell Lusso, dass die Gänge nicht rausspringen. Da hat sich Lusso was einfallen lassen. Das Altgetriebe hat es nicht. Das ist halt eine Verbesserung. Die Schaltkreuz ist schon eine Verbesserung. Mhm. Und dann kam noch hier diese. Wie sagt man da dazu? Diese Ausbuchtungen. Ja, Ausbuchtungen. In jedem Gang hat es eine Ausbuchtung. Richtet sich das da rein, weißt du? Dann hat sie noch eine Führung, wo in die Führung reingeht und hat das Schaltkreuz hat ein bisschen Stabilität. Ein bisschen bessere Stabilität. Ja, genau. Weiter geht's. Wir nehmen nochmal Loctite. Ja. Also Schaltkreuz ist drin. Ist drin. Wir haben ein bisschen Sicherungslack oder genommen. Bist du gerade? Das ging vorhin sehr gut. Das geht sehr gut. Oh, Entschuldigung. Ja. Ja, das geht gut. Vorhin ging das gar nicht. Ja, jetzt schmack es. Also. Gut. Bist oder du noch? Mehr? Ah. Gut, gut. So. Ich will dir nicht wehtun. Testen, ob das Ding läuft. Sieht gut aus. Na, so weit geht es ja nicht. So. Sieht gut aus, reibt nicht. Gut. So, also, dann legen wir mal los. Bauen wir das Getriebe wieder ein. Aber das erste, quasi was die erste Scheibe, die bleibt immer drin. Das ist eine Originalscheibe, die wo vom Maß her so bleibt. Nee, also die. Weil die können wir jetzt ja nicht mehr tauschen. Also, außer nee, wir machen. Ja, die können wir jetzt noch tauschen. Wir machen jetzt. Wir fangen jetzt mal an, das Getriebe einzubauen. So, also. Fertig Gang. Bauen wir das Getriebe ein und zwar so rum, bin ich richtig, ja, so, jetzt müssen wir gucken hier, wir können das noch mal ein bisschen distanzieren, indem wir hier, guck mal, es fluchtet nicht richtig, aber, okay, ja, sieht man aber schon wenig, hier, das ist sehr wenig, wir können es auch lassen, das sind Toleranzen, hier. Mhm. Okay, beweg's mal. Das da hier, die Kante hier. Das heißt, theoretisch könnte man noch unten eine dünnere Scheibe nehmen, dass es so ein bisschen runter eher eine dass es höher geht, dass sich's vermittelt. Nein, wir können. Aber ich glaube, das würde ich so lassen. Ja, doch, wir müssen eine dünnere Scheibe, dass runter geht. Dazu, ja. Das lassen wir so, das sieht gut aus. So, also. Nee, wir lassen das. Das sind Toleranzen. So, dann gehen wir weiter. Bauen das nächste ein. Und dritte Gang. Der dritte Gang, ja. So rum. Nein. Den muss ja andersrum. Ja, dann mal schön so rum. Nee, schon richtig rum. So rum. Zack. Dann muss es leicht Spiel haben. Mhm. Zwischen den Gänge. Okay. Leicht Spiel. Dann geht's weiter. Zweiter Gang. Zack. So, zweiter Gang. Hört sich auch gut an. Hört sich auch gut an, ja. Jetzt kommt der erste Gang.
Das sieht man ja wie rum. So, das ist zwischen zweiter Gang und erster Gang ist Leerlauf und das muss sich auch anders anhören. Okay, das ist mehr Spiel. Ja, weil das der Leerlauf ist. Ja. So, also, okay, das haben wir. Das passt soweit. Dann bauen wir das mal zusammen mit dem alten Distanzring. Und gucken mal. Gut. Gut drin. So. Also vom Gefühl her 0,4. Das ist das hier. Das ist das hier. Ne? Doch, passt noch rein. Aber schwer. Also 0,35. Das ist mir zu schlapp. Was wäre hier optimal? Beim Tuningsmotor ein Zehntel. 0,1. Okay. 0,1. 0,1 bis 0,15. Du hast ja so einen riesen Teil hier da, so einen riesen. Da musst du ja suchen ewig. Ja. Wir müssen auf jeden Fall distanzieren. Also 0,3 passt rein. Das war jetzt 0,35. Ja, 0,3 passt gut rein. Und du möchtest auf? Zehntel. Also, jetzt nochmal ausbauen. Und dann messen wir unser Distanzring. Messschieber ist da hinten. Nur das Problem, der ist nicht digital und ich sehe nicht mehr so gut. Puh. Das ist die Herausforderung. Das sind ja... Das ist 1,2. Ist es 1,2? Das ist 1,2. Tatsache. Ja, perfekt. Super. Boah, ich habe richtig dicke dabei. Okay, die Luft nach oben. Luft nach oben, ja. Also, dann probieren wir es. Ne, können wir nicht einbauen. Doch, können wir einbauen. Ist drin, ich hab's gar nicht. Sieht aber schon nicht schlecht aus, oder? Gut. Oh, sieht gut aus. Das ist jetzt ein Zehntel. Ist ein Zehntel. So, alles läuft noch einwandfrei. Sehr schön. Sehr dünn. So. Vom Dings her sieht gut aus. Kaum Spiel. Geht gut rein. Machen wir 1,5. Piaggio schreibt 1,5 bis 0,4, also 1,5 bis 0,4 Zehntel. Okay. Also ja, und wir sind jetzt ja, geht schwer. Gut so, lass mal so. Ja, geht schwer rein. Ja, passt. Lass mal so, ist gut so. Geht schon schwer rein. So.
Also, pass auf, ich komme rum. Wir können jetzt ein bisschen, aber mach es auf der Seite, weil da ist so ein Gummi dran. Achso, du machst es hier rein. Du machst es da rein, ja. Okay. So, wir räumen ein bisschen. Jetzt als nächstes. Ja, wir machen jetzt die Antriebswelle. Bauen wir ein. Aber ich will es gar nicht so arg erhitzen. Nee. Gut so, gut so. Das ist gut so jetzt. So, also gut. Dann bauen wir es ein. Ich heb, du klopfst. Ja, ist gut, dass alles sitzt. Normal sollten wir. Ja, warte. Nee, komm, wir machen das schon da. Ist mir zu blöd, zu grob. Ja, bauen das wieder aus. So, jetzt klopft rein. Da, es gehört. Man hört's. So, auf Funktion prüfen. Alles gut. So, jetzt machen wir das Getriebe wieder ein. So, zack, guck. Ist das richtig rum? Hast du es auch richtig rum? Ja, das fluchtet. Mach den Test hier mit dem. Wenn du dir nicht sicher bist, machst du diesen Test nochmal. Hier. Mhm. Weil wenn du es jetzt. Erstens fluchtet es und zweitens, jetzt machen wir das mal falsch rum. Oh, das ist Fummelerei. Jetzt machen wir das mal falsch rum. Mal gucken, wie das. Ja, okay, das sieht man hier schon, dass das nicht. Ist das unten schon? Ja, genau, guck mal da. Guck, keine Chance. Ja, ja. Und dann probieren wir das mal mit dem. Ja, gut, das. Da geht gar nichts. Das fluchtet auch nicht. Ja, komm, das machen wir dann schon richtig. Also, ja, LML. Gut. Nächstes. Nee. Falsch rum, gell? Da sieht man es auch. Lass mich noch mal was gucken oder ich zeig dir mal was. Das ist das auch. Das ist ja der zweite. Mhm. Zweite und erste. Da ist. Ey, die Scheiße. Das ist auch, das ist nachher der Leerlauf, der ist viel breiter wie das hier. Okay. Also da sitzt ja nachher. Das Schaltkreuz dazwischen. Das Schaltkreuz sitzt hier dazwischen, wo der Leerlauf ist. Mhm. Aber es hört sich gut an. So. Und jetzt, den kann man nicht falsch machen. Den kann man nicht falsch machen. Ja, nee, ich will nur. So. Gut. Und jetzt. Das ist der Leerlauf. So. Distanzring. Thank you.
gut aus. Ne, sieht gut aus. Gut, so. Also, okay, super. Jetzt machen wir mit der kleinen Hälfte weiter. Also, wir bauen jetzt den Kickstarter ein und Kickstarter-Ritzel. Und die Feder. Ja, und die Feder. Genau, das kommt nachher hin und dann die Feder. Okay. So, also, nee. Nein? Nee, ich nehme da gern Fett. Fett, okay. Ja, nimm da Fett. Ich will da Fett. So, einmal Schmierring. Der O-Ring ist ja drin. So, Fett, dass wir den O-Ring nicht gleich kaputt machen. Ja, aber ordentlich. Was? Fett? Ja, du hast gesagt ordentlich. Ordentlich Fett, genau. Viel Fett so, hilft viel. Mal überprüfen, ob die Anschlaggummis auch die richtigen sind. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, jetzt. Also, jetzt machen wir die Feder rein. Du willst es mit dem Handschuh probieren? Das ging bei der Große auch ganz gut. Okay, so, also gut. Können wir bitte noch die Dichtfläche noch ein bisschen entfetten? Ja. Das nehme ich immer, bevor wir pulvern. Tun wir Sandstrahlen und dann abpusten und dann quasi mit dem Cleaner einmal Ding und der trocknet relativ schnell selber. Also der ist nicht. Okay, ja, der ist Bremsereiniger ist auch eigentlich sehr gut. Das Pulver habe ich jetzt ein Video von euch gesehen. Da muss man live dabei sein. Ja, das wird auf jeden Fall passieren. Hier die Dichtfläche entfetten. Nächster Step, wir machen die Dichtung. Die tun wir jetzt quasi, also wir schließen jetzt quasi den Motor. Wir haben eine Dichtmasse diesmal von Wirth zum Testen, DP300. Ich mache das jetzt mal, wie der Paolo mir gesagt hat. Vorher also, haben wir es immer quasi mit dem System gemacht, dass wir es hier vorsichtig aufgetragen haben und mit dem Finger so verschmiert. Diesmal probieren wir es mal mit dem Finger und in der Hand. Ja, hier direkt. An der Dichtung. Direkt. Okay. Also ich habe das jetzt mehrmals schon gemacht und meine Motoren sind dicht. Also ohne würde ich es nicht mehr machen. Das riecht wie Klebstoff. Klebrig ohne Ende. Da hier. Genau, da kann ich weitermachen. Hier, guck mal, hier habe ich. Kann ich weitermachen. Okay. So, also. Ich heb's und du machst drauf. Also. Aber zumindest klebt es mal. Ja, also kleben tut es auf jeden Fall. Also das muss ich schon sagen. Okay. Aber es... Warte mal. Okay. So, Starterritzel rein. Ich pusche mal kurz meine Hände. So, machst du es. Starterritzel rein. So, zack. Jetzt versuchen wir das so zu machen. Ein bisschen klopfen oder? Ja, gleich. Das hört sich gut an. Das sieht gut aus. Jetzt machen wir die inneren Schrauben rein. Unterlagscheiben und in der Sägering. Genau. Und dann die Motoren.
nicht zu fest. Ja, ja, ich ziehe es nur so an, bis es gerade kommt. Gut, gut mal. Warte mal. Okay. Ingo? Ja. Drück mal so rüber. So rüber. Hab ich die richtige Schraube? Mhm. Ja, das ist die richtige. Eine haben wir noch. Die ist wahrscheinlich da unten wahrscheinlich. Hier. Genau da. Jetzt bin ich drin. So. Gut. Weiter geht's. Wie machst du es fest gerade? Von innen nach außen? Ja. Und alles überkreuz. Warte schön. Nochmal alles überprüfen. Guck mal, da läuft einmal frei. Wie viel Newton hast du jetzt? 11. 11? Ja. Gehst du hoch auf 15 oder? Ich ziehe erst alles mit 11 an. Wenn bei mir alles mit 11 klickt, dann... Den haust du gleich. So, okay. Den haben wir gleich. 15? Ja, da kann ich jetzt alles mit 15, weil ja. So weit bin ich jetzt. Ja, den tue ich jetzt mit 15 und dann muss ich das Gehäuse nicht mehr drehen. Gut. Okay. Ui. So, also, bitteschön. Das hört sich richtig gesund an. So. Kickstarter nochmal rein. Wunderbar. Träumchen. Wunderbar. So soll sich das anhören. Also, was wir jetzt machen, das ist die Kupplung. Wir haben die das letzte Mal auseinandergebaut, um einfach zu gucken, ob die Scheiben angelaufen sind oder abgenutzt oder ob irgendwas defekt ist, ob irgendwas verschlissen ist. Und ja, die bauen wir jetzt wieder zusammen und der Paolo sagt, auf was man achten soll. Ich versuch's. So, also, Kupplungskorb. Erstmal die Anlaufscheibe überprüfen, ob die okay ist. Sieht gut aus. Dann hier auf Verschleiß gucken und anprobieren, ob es kein Spiel hat. Das sieht gut aus. Dreht auch gut. So. Dann fangen wir an mit dem hier. Wir ölen alles. Und schmieren. So. Zack. Also, wir fangen an mit 1. Hier mit dieser Scheibe. Und sie passt natürlich. Die muss passen. So, also. Zack. Dann nimmt man eine Scheibe. Ein bisschen fetten. Ölen.
So. Der gut schmiert, der gut fährt. Genau, zack, einmal. Nochmal fetten. Ölen. So, die 2, das ist die Nummer 2. Rein damit. Gut. Weiter geht's. Zack, nächste. Ich habe jetzt mit der Aufschrift nach oben alle. So, das ist das Leckste hier. Es ist nur einseitig belegt. Zack. Da. Wie sagt man da zu dem Springring oder nee, nicht Springring? Springring. Springring. Ja. Oh, strammes Ding ist das. Oh, so. Na, klack, haben wir schon gehört, aber das ist noch nicht richtig drin. Das kann ich da. So, aber jetzt. So, gut aus. Sieht gut aus. So. Dann können wir testen, ob sie trennt. Sie trennt. So, sie läuft gut. So, jetzt machen wir, jetzt brauchen wir einen 19er. Da drüben. Das ist ein 17er. Das war die Nuss, wäre ein 19er hier. 19er. Zack. Jetzt darf sich das nicht mehr drehen. Ja. Oh. Oh. Nee, gut. Gut, Kupplung ist fertig. Wir haben die Kupplung jetzt wieder zusammengebaut und jetzt darf sie in den Motor rein. Halbmond ist drin. Dann die Anlaufscheibe. Wobei das wäre jetzt die das Zahnrad für die. Die hat zwei Funktionen. Die hat zwei Funktionen. Einmal zum Distanzieren und zweite zum die Pumpe, die Ölpumpe zum Fördern. Fördern, genau. Mhm. Und, aber die wird stillgelegt, also die ist jetzt nur zum Distanzieren und das Lager, ja. Dann bauen wir die Kupplung wieder ein. So, ein bisschen fummeln. Ich brauche ein bisschen Hammer. So, so gefällt es mir. Super, drin. Ich sehe ihn, der sitzt. Gut, super, passt. Dann brauchen wir die entsprechende Mutter. Das ist 19, oder? Ne, 17. Wir brauchen ein bisschen Locki. Hier, schau da. Werbung. Das ist übrigens 243, falls es jemand interessiert. Das muss ich schon lauter sagen. 243. So, Ingo, wir brauchen jetzt hier einen 19er. 19er und wir brauchen einen Drehmomentschlüssel. Also, wir ziehen jetzt quasi die Mutter an. Die Drehmoment an. Mit 60 oder 60 65 Newton, ja. Newtonmeter. Also erstmal 60 und dann versuchen wir mit 65. Haltewerkzeug, dass die einfach sich nicht mitdreht. Ich bin...
Na, fest kommt. Ab. Ja, noch geht's. Geht es schwer? Jetzt wird's schwer. Das war jetzt 60. 60. Soll ich nochmal geben? Nein. Also, das ist okay so. Wir sind zufrieden. Also ich, es reicht. Ich habe dich schon schwitzen sehen. So, also jetzt legen wir den wieder weg und holen den Kupplungsdeckel. Den müssen wir auch noch revidieren. Wir müssen noch einen O-Ring wechseln. So, gut. Also wir müssen zwei O-Ringe wechseln. Und zwar diesen großen hier und da drin an dem Schaltarm, an dem Arm ist noch einer drin. Hm. Und dann können wir es gleich einfetten. Vollperfekt. So, jetzt. Gut, hier. Die gehen auch schon hier oben schon viel strammer drüber. Lass uns mal probieren. Ja, lass mal so. Das lassen wir so. So, also gut. Wir putzen noch ein bisschen hier. Druckpilz überprüfen, ob alles okay ist. Sieht gut aus. Okay, gut. So, also. Hm? Ja. Hau rein. Bisschen Öl. Hau rein. Man weiß ja nie. Ja, man weiß ja nie. Wenn das Ding wieder Öl kriegt. Ne? Lager habe ich alle gefettet. Ja. Gut, also weiter geht's. Also da bevorzuge ich lieber Fett. Viel. Ja, machen wir ein bisschen weg. So. Hau rein. Ganz schön viel. Das wohl herkommen. Warte, die Feder noch. Erst die Feder rein. Und das nicht vergessen. Das kriegst du nachher nicht rein. Ist das egal, wie? Warte. So. Ja, so. Sag mal, wie rum. So. Halt. Du bist zu schnell. So, jetzt. Gut. Das muss rein. Positionsabhängig. Ja. Also, so rein. So. Gut. So, alles gefettet. Jetzt machen wir nur die Feder rein. Ingo, drück mal mit dem Schraubenzieher darüber. Ja. Gut, super. Zack, funktioniert. Einwandfrei. So, Druckpilz. Fetten. Sonst schaut es da rein. Sonst fällt es da rein. Das wäre nicht gut. Wir brauchen noch die Druckplatte für die Kupplung. Aber da gibt es jetzt quasi. Ah, doch, da gibt es diese Phase.
Ist das richtig, ja? Wie meinst du es? Ich fahre mit dem Schraubenzieher rein. Gut. Prüf nochmal, ob das auch sitzt. Ja, sitzt. Gut, super. Sieht gut aus. Jetzt machen wir den Kupplungsdeckel drauf. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier an dem Moment müssen wir hier aufpassen, dass wir hier an der, nicht an der Schraube hinkommen. Ja, ist genug Luft. Nach dem aufpassen, nach der Schraube und dann gucken. Siehst du, der klemmt schon. Das klemmt schon, siehst du. Und gucken, ob da irgendwas streift. Da streift nichts, das ist schon mal gut. Also, ja, machen wir die Schrauben rein. Irgendwas mit 8 bis 10 Newton. Sechs bis acht. Ja, also 8. Ja, mit 6 fängt schon an und wir haben jetzt die Zugplatte. Pilze haben wir auch eingebaut. Kupplung ist revidiert. 10er ist das, ja. Also 10. Nee, 6 bis 8. Also 8. 8. Das ist schon 10. 9. 8. Macht's auch Klack? Ja. Ist dein Dinger gut? Ja. Jetzt. Gut. Wir bauen jetzt den Zylinder, den Kolben und die Stehbolzen ein und dann tun wir die Quetschkante ermitteln. Der Ingo macht die Stehbolzen rein. Also wir haben neue gekauft, weil die alten, die gingen sehr schwer raus und vom Gewinde her auch nicht so richtig schön. Ich habe jetzt das Maß mal mit 126 ermittelt. Und dann werde ich mit 2 Kontermuttern reinschrauben und so. Ja, also gut. Wir tun jetzt mal ein bisschen was vorbereiten. Das funktioniert. Also es darf sich nicht zu schwer reindrehen. Nee, das geht schon relativ leicht. Ja. Lass mich mal da gucken. Ja, also wenn es dann rausguckt. Ich bin der Meinung, dass du alles... Ein bisschen muss ich. Ein bisschen noch? 1 Millimeter noch. Okay. Wir brauchen, wie gesagt, genug nachher. Warte. Das wär's jetzt. Gut, dann lassen wir's ja.
Puh. Ihr seid halt jünger wie. Los. So. Wir bauen jetzt den Zylinder ein und zwar zuerst den Kolben. Der Ingo zeigt mir, wie es geht. Das ist jetzt voll unfair. Ist doch unfair. Ich pack aus. Du packst aus, so. Ich pack immer aus. Nee, der Ingo zeigt mir es wie. Ich guck zu. Wir ich hab das ja schon zigmal gemacht, ist schon langweilig. Ja. Gut, die Stehbolzen sind dran. Sind die Kolbenclips. Das hier. Hast du die schon? Ja, ja, die habe ich jetzt nur gerade. Die bitte nicht verlieren. Ja, die schießen die gern durch weg. Die Gegend. Die sind schneller weg. Die haben wir kein denkt. Zweites Mal. Hier, so. So, das. Wie machst du das immer? Also ich mache das meistens. Ich habe es noch nicht so oft gemacht, aber ich mache es meistens so, dass ich einen Kolbenclip schon reinmache. Genau, so mache ich es auch. Jetzt ist das so, da gibt es ja so eine... Da hat es aber ein bisschen einen Trick. Echt? Ja, wie machst du das immer? Ja genau, erstmal rein. Also ich setze immer eine Seite an. Ja, aber nicht so rum. Nicht? Nee. Also entweder also baut man... Da gibt es eine Drehmomentrichtung, oder? Ja, also entweder baut man das so ein oder so. Weil der Kolben, der Arm... Genau. Weil wenn man den so einbaut oder so, lockert sich das irgendwann mal. Okay, ja. Und so bleibt er stabiler. Ja. Okay. Wo ist der... Hier ist der Auslass, das heißt, das ist oben, oder? Sehe ich falsch. Gibt es einen Pfeil? Ja, die Markierung ist. Es gibt keinen Pfeil. Dann müssen wir nach dem Kolbenfenster gehen. Das wäre hier. Das wäre hier, genau. Hier. So, wir können auch nochmal den Zylinder angucken und dann feststellen. Da steht doch hier auch was, oder? Da steht doch ein A. Ja, das ist A für A. Auslass, ne? Ja, genau. Nehme ich mal an. Ja, ja. Aber hier steht ja ein AL. Auslass. Nein, wir sind schon richtig. Aber ich will nochmal erklären hier. Man sieht es ja auch hier. Guck mal, die Kolbenfenster passen da überein. Das sieht man ja. Das heißt, hier mal viereckiges Fenster. Sieht man das? Das ist der hier wahrscheinlich, oder? Ja. Die zwei, genau. Ja. Die passen da überein. Die passen da zusammen. Und das ist ja schon die obere Seite. Ja, der Auslass geht ja unten weg. Ja, genau. Du machst ihn jetzt auf der Seite, genau. Ich kann hier nochmal nachschlagen, aber das passt schon. Und du hast jetzt einen Trick für mich, oder soll ich jetzt... Ja, zuerst zeigen? Die... Ich glaube, der Trick war die Öffnung von dem Riemen. Nee, da gibt es auch noch einen Trick. Noch einen Knopf. Du musst erstmal einsetzen. Ja, die Katze ist nicht so schlimm. Ist gut. So. Aber er ist nicht drin. Der ist nicht drin, aber der geht gleich rein. Der ist nicht drin. Nee, der ist noch nicht drin. Der Kratzer kostet dich ein PS. Ah, das macht das nicht. Der Kratzer macht gar nichts aus. Kann ich das sagen? Bisschen irritiert. So. Wo ist denn das Schad? Das ist noch gut. Das ist nix. Ah, das passiert. Zack, einbauen. Ölen. Hast du Zweitaktöl da? Willst du das mit dem machen? Ich hab
Das geht schon. Bloß der erste Start. Die Rauchwolke. Das wohnt. Das startet bei uns jedes Video. Okay. Ich habe auch Zweitaktöl. Also mit dem habe ich es auch schon gemacht. Ich habe festgestellt, da schießt der erste Start eine Rauchwolke raus. Und das ist ja ewig. Und das eine Weile. Gut, dann tue ich das mal schmieren. So, also pass auf, das kann man ja gleich einsetzen, oder? Genau. So. Jetzt habe ich so schmierige Finger. Uiuiui. So, gut. Gut. Hier mal ein bisschen. Okay. Alles verkratzen. So. So, jetzt kommt der zweite Ring rein. Du musst aber noch ein bisschen rein. Ah, der war gerade drin. Sehr gut. Yes. Keko-Check. Also, jetzt tun wir den Zylinder stecken und dann die Quetschkante ermitteln. Wir fangen mit einer normale kleine, eine dünne Dichtung an. Ja, das ist schon mal sehr gut. Da fängt es wahrscheinlich bei ein Zehntel an. Zwei, drei, vier, fünf Zehntel. So, was machen wir jetzt? Wir fangen jetzt mit der kleinsten an, oder? So, puh, da könnte ich ja. Könnte man noch ausfräsen, ne? Da ist noch Potenzial. Wäre noch Fleisch sogar noch da gewesen. Dann? Nee, geht nicht. Geht nicht mehr. Oh. Geht nicht mehr. Vorher machen müssen. Die Kanäle sind schon gut. Mehr wie Piaggio. Mehr wie beim Piaggio. So. Also, jetzt lass uns mal den Zylinder rein. Ja, ist gut. Sagen wir, das schiebt toll. Ja. Jetzt. Mal zurück. So dünne Kolbenringe, das ist Wahnsinn, dann wirst du verrückt. Ich
Also gut, dann die sind so klein, dass die Löcher. Also, das soll auch gut passen, ja. Die gefällt mir immer noch nicht, die Quetschkanten. Ich hab's. Ja, alles gut, so. Was sind wir denn hier eigentlich? Millimeter. Millimeter immer, ja. Hier ist der obere Totpunkt. Es guckt schon raus hier und dann habe ich einen Millimeter noch und dann bin ich beim. Nee, viel zu wenig. Wir müssen noch mal raus, wir müssen eine dickere rein tun. Die da hier. Also was wird es gerade gehört, ist Regen. Oh, puh, da kommt was runter. Das heißt, du machst jetzt nur das hier drauf. Ich mache jetzt die hat ein halbes. Die hat auch einen Millimeter. Das wäre dann zu viel. Und was haben wir jetzt hier drin? Null. Wir können auch zwei hinmachen. Null. Warte, die hat nicht viel. Die ist ganz dünn. Nee, die hat nur zwei oder so. Die ist super dünn, ja. Ja, aber die muss raus. Ja, leider müssen wir nochmal raus. So, weil wir brauchen gar nicht die Quetschkante messen, weil ich sehe es schon, dass wir die hier nochmal arbeiten müssen. Wir müssen mit zwei Stück arbeiten. Wir brauchen jetzt zwei Stück. Sieben klingt doch gut. Sieben klingt gut. Und oben eins. So, sieben klingt gut, gell? So, Fummelerei. Machen wir noch doch ein bisschen Öl rein. Definiere ein bisschen. Schwabe, ein bisschen. Oh, ein wenig. Oder? Ein wenig fast. Mach mal Fängisch, ein Stutze rein. Gut, dann reden wir hier. So, Amuggesägele. Konzentratione. Fummlereies. Warte mal, wir machen erstmal den ersten rein, oder? Den ersten rein, ja. Sollen wir schon abdichten oder? Eigentlich schon, weil ich glaube, die Quetschkante stimmt dann. Ha? Was meinst du? Die kommt hin. Safer Sex? Safer Sex. Die kommt hin, ja. Also komm, dann machen wir das so. Dann machen wir die Sauerei jetzt. Ja. Oh je. Ja, das ist egal hier. Das dichtet, das lässt. Das lässt so. Echt? Das da hier, ja. Das da hier. Tun wir nur das? Das dichtet ab. Also. Ja, kannst du da noch was hinschmieren? Ha? Ja, nee, wir machen ja das hier beidseitig. Ja, und das andere unten. Ja, aber ja. Da könntest du unten ein bisschen was. Aber dann nimm es auch raus, dann mache ich beide. Das ist doch schon lustig. Ja, also dann. Ja, dann. Ja. Bis es undicht wird, brauchst du wieder einen neuen Zylinder. So, heb mal den Kolben, ich fahr mal rein. Boah, das ist 0,7. Das ist ein Scheiß, das sage ich dir. Hast du jetzt beide drin? Ja. Ja. Merci. Also, passt. Also, ich will die nicht mehr haben. Hier, hier. Wir müssen uns jetzt hier ranhalten. Jetzt müsste es reingehen. Oh, gut. Gut. Das sieht doch schön aus. Wir haben jetzt, guck mal, wenn ich den oberen Totpunkt. Ja, das ist. Guck, jetzt, so, weil jetzt geht er gleich wieder runter. Guck,
Perfekt, da geht gleich wieder runter. Das ist vielleicht 03, 04. Ja, ich hätte es auch gesagt, ich kann 03. 05. 03, 04, aber ich drücke ja noch. Ja, das ist doch gut. Ton. Ja. Fertig machen. Mach auf. Gut, also das dann noch drauf. Und dann die Dichtung. Aber das, das soll man auch abdichten. So, genau diese Pampe will ich. Wir machen jetzt hier das Ding mal rein. Und gucken, dass alles passt. Soweit, ja. So, wir machen nur eigentlich auf der Seite, weil die andere Seite ist ja der O-Ring. Ja, die Pampe. Oh, jetzt mache ich beide. Egal, machen wir beide Seiten. Ja. Yeah. Das klebrige Zeug gefällt mir. Ich habe das in Schwarz. Ja, ich wollte es eigentlich auch in Schwarz haben, aber... Was? Auch eine Variante, ja. Brauchst du noch? Nein. Nein, sieht massig aus. Oh, Gott. Das gefällt mir, so gefällt mir es. Er ist überall undicht, aber da nicht. Nee. So, wir putzen hier noch ein bisschen am Rand. So, jetzt gucken wir mal hier. Wo ist denn hier da? Ja, Bombe. Bombe. So oder was? Mhm. Sieht doch gut aus, oder? Bin schon am Anschlag. Ja, ich habe sie so weit reindreht, dass sie. Wir ziehen jetzt den Zylinderkopf mit die M7 waren das? Nee. Die Schrauben ziehen wir mit ja. 10 Newtonmeter an. Und die Stehbolzen muttern mit 15. Mit 15 Newton. So, ich guck nur mal, ob die. Okay, das passt. Wie viel hast du? 15? Mhm. Der dreht sich mit. Nein. 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 Check. Wir haben es geschafft. Also, das war wieder ein langer Abend. Jetzt bis zum haben Morgen. Wir 20 nach 1. Es sieht nach Motor aus. Genau, es ist definitiv schwerer worden. Wir haben jetzt gerade noch an der Quetschkante rumgequetscht. Gequetscht. Sind eigentlich ganz zufrieden, oder? Gut, die Quetschkante ermittelt und die ist okay. Ja, genau. Also, wir haben jetzt beschlossen, es ist früh genug. Das passt jetzt soweit. Wir waren jetzt bei einer Quetschkante von 1. Wo waren wir? 1, 2, 1, 3. Das ja, ist okay. Genau. Genau, von daher haben wir gesagt, das passt. Damit geben wir uns zufrieden. Da dehnt sich noch alles und ja. Genau. Genau, somit würde ich sagen, für heute Feierabend.
Das nächste Mal haben wir noch folgende Themen: Zündung, Vergaser, Bremse. Genau, genau. Also sprich, es gibt auf jeden Fall ein zweites Video, wo wir dann den Motor vollends fertig aufbauen und voraussichtlich dann ein drittes, sprich einbauen und Inbetriebnahme, sprich First Kick. Richtig? Korrekt. Somit wären wir raus. Das Übliche, wem es gefallen hat, gerne folgen, Daumen nach oben. Und ansonsten, glaube ich, wären wir raus. Wir müssen raus. Ja. Darfst du das Mikro nehmen? Weil ich muss den hier machen. Tschüss. Und ciao.